Heute wollen wir euch Übungen zur Dehnung für die Kniemuskulatur und Hüftmuskulatur zeigen, aber auch zur Schmerzlinderung für den Lendenwirbelbereich geeignet. Und damit starten wir jetzt. Wir starten im Stand an der Wand. Die Unterarme stützen sich an der Wand ab. Das zu dehnende Bein stellt ihr nach hinten in Schrittstellung. Das Gewicht müsst ihr auf das vordere Bein verlagern, dabei hinten im Kniegelenk gestreckt bleiben und die Ferse zum Boden drücken. Je nachdem, wie groß euer Ausfallschritt ist, könnt ihr natürlich auch eure Dehnung einteilen. Stellt ihr eure Beine weiter auseinander, speziell auch das vordere Bein noch etwas nach vorne, könnt ihr eure Dehnung verstärken. Das Brustbein schön zur Wand schieben und den Bauchnabel in Richtung Wand. Jawohl, diese Dehnung halten wir wieder, am liebsten 3 Minuten, aber mit 1 Minute starten reicht aus. Natürlich gehen auch die Übungen wieder in verschiedenen Ausgangsstellungen. Und jetzt zeige ich euch was im Sitzen, was ihr überall für unterwegs auch benutzen könnt. Die erste Dehnung, ihr schlagt das Bein über euer anderes Bein und zieht euch mit dem Rücken an das Knie ran. Das Ganze halten und dann wieder lösen. Zweite Variante, die wir im Sitzen machen können, zur Dehnung der Muskulatur, gerade im Hüftbereich. Wir schlagen wieder das Bein über das andere. Jetzt geht aber unser Knie nach unten zum Boden. Leichter Druck auf das Knie kann die Dehnung verstärken und das Ganze wieder halten. Eine sehr schöne Übung, auch für die Mobilität, also die Beweglichkeit der Hüfte und zur Dehnung auch im Ischiasbereich, wenn man da Probleme hat. Weiter geht's mit den inneren Oberschenkelmuskeln, das sind die Adduktoren und die dehnen wir, indem wir das Bein zur Seite strecken, uns schön aufrichten, das ist ganz wichtig, nicht aus der krummen Körperhaltung, aufrichten, etwas vorgeneigter Körper und dehnen den inneren Oberschenkelmuskulatur. Auch die Wadenmuskulatur können wir im Sitzen dehnen. Dafür strecken wir das Bein nach vorne und neigen den Oberkörper etwas vor, ziehen die Zehenspitzen an und halten die Spannung. Und jetzt gibt es natürlich noch Übungen, die ihr auch für die Knie, für die Hüften, auch für den Ischiasbereich im Liegen machen könnt. Und die zeigen wir euch jetzt. Wir starten in Rückenlage. Wir nehmen ein Bein und mit dem Knöchel legen wir es über das andere Bein. Jetzt greifen wir unser Bein, was noch auf der Matte steht, und ziehen es zum Brustkorb nach oben. Auch hier wieder die Spannung halten. Wenn die Arme zu kurz sind, können wir natürlich auch hier wieder mit unserem Handtuch nachhelfen. Um das Bein wickeln und das Bein zum Körper ziehen. Wichtig dabei, Kopf und Schultern bleiben auf der Unterlage liegen und wieder locker lassen. Zur Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur gehen wir jetzt in den tiefen Vierfüßlerstand, also auf die Unterarme. Die Knie werden weit auseinandergestellt, soweit ihr könnt. Und dann bringen wir das Gesäß nach hinten in Richtung Fersen. Die Lendenwirbelsäule wird hohl gemacht, also den Bauch nach unten fallen lassen und sich wirklich nach unten zur Matte dehnen. So tief wie es geht nach unten. Wer jetzt möchte und noch ein bisschen Mobilität reinbringen möchte, kann den Kopf mit nach oben nehmen und sich ein bisschen mehr strecken. Und dann wieder locker lassen. Aus dieser Stellung gehen wir jetzt in die Bauchlage und wollen die Oberschenkelmuskulatur dehnen, die vordere Oberschenkelmuskulatur. Und dafür beugen wir ein Bein an, bringen es in Richtung Gesäß und greifen mit unserem Arm den Knöchel. Wenn auch das wieder nicht so gut geht, könnt ihr auch hier wieder ein Handtuch zur Hilfe nehmen, um euren Arm zu verlängern.
Jetzt zieht ihr die Ferse so gut es geht Richtung Gesäß. Und auch hier wieder halten. Und dann aus der Dehnung raus. Immer dran denken, eine Minute wäre super und bis zu 3 Minuten die Dehnung halten. Eine weitere Übung zur Dehnung der Hüftmuskulatur und auch der Oberschenkelmuskulatur ist im Einbein-Kniestand. Dafür bringen wir ein Bein nach vorne. Gewicht wird jetzt auf das vordere Bein verlagert. Das Becken geht dabei Richtung Boden. Mit den Händen auf dem Bein oder am Boden abstützen. Jetzt habt ihr eine schöne Anleitung für die Dehnung der Kniemuskulatur, der hüftumgebenden Muskulatur und natürlich auch für den Wirbelsäulenbereich. Wichtig ist immer, dass ihr dran denkt, euren Schmerzen zu beachten, dass ihr nur so weit geht, soweit ihr das könnt und dass ihr die Dehnung 1 Minute haltet bis zu 3 Minuten. Dann erzielt ihr den größten Erfolg.